der Intensivstation ist es wichtig, ich muss mich auf meine Kollegen verlassen. Und das sind halt nicht nur Kollegen, sondern das ist tatsächlich ein tolles Miteinander. Also das, der Teamgedanke steht an erster Stelle. Wir arbeiten immer für den Patienten, alle zusammen und das auch tatsächlich auch im Privaten. Und das ist halt das Schöne. Also man ist nicht nur Kollege, man ist Team und man ist auch so ein Stück weit Familie. Gerade mit so einer familiären Atmosphäre kann man punkten heutzutage. Unser Team ist für mein Dafürhalten sehr gut. Also wir haben verschiedene Nationalitäten sogar mit drin. Wir haben jung und alt, also eigentlich bunt gemischt. Dementsprechend ist für jeden was dabei, dass man noch ankommen kann. Ne? Weil am Anfang hatte ich Angst gehabt, wie werde ich aufgenommen, also war richtig gut. Und ich bin richtig gleich im Team so integriert und jetzt ist es richtig toll, wirklich. Mein Anfahrtsweg ist ungefähr 45 Minuten. Das macht mir aber nichts aus, weil eben das Team und das Haus und das Personal, alles stimmt irgendwie zusammen, es passt. Auf jeden Fall kann man sich hier weiterentwickeln bei uns. Es werden viele Möglichkeiten geboten, auch außerhalb unseres Hauses, an verschiedenen Akademien. Oder auch wenn man den Wunsch hat, ein Studium zu machen, wird man auch unterstützt. Es ist wunderschön, der Park, der Baumbestand. Im Sommer gehe ich manchmal, wenn ich ein bisschen eher komme, noch einen kleinen Spaziergang machen, einmal ums Haus rum. Ja, und dann ist man richtig entspannt. So, die schöne Natur. Und die Patienten schätzen das auch sehr. Die sagen immer, so wunderschön hier, das ist wie in der Kur, gar nicht wie im Krankenhaus. Der evangelische Grundgedanke ist immer da und das macht das ganze Haus dann auch sympathisch und das macht halt auch das Miteinander sehr sympathisch. Viele Patienten sind Stammkundschaft, sage ich jetzt mal so, die kommen immer wieder. Die wissen, wo sie gut aufgehoben sind und wissen, wer sie da betreut, also viele Kollegen auch über viele Jahre lang. Man kann Leben und Arbeiten gut zusammenbringen, weil die Dienstpläne in der Regel 6 Wochen vorher auch freigegeben werden. Da hat man auch eine gewisse Planung. Und es werden natürlich auch diverse Sachen angeboten, um, sag ich mal, diesen Spagat zwischen Familie und Beruf eben hinzubekommen. Ja. So, man freut sich jeden Tag aufzustehen und so, okay, ist auch lustig. Und die Kollegen sind auch so, also sind nett und hilfsbereit. Was mir also besonders gut gefällt hier, ist, dass eben viel Pflegeutensilien zur Verfügung stehen, dass man die Menschen auch so gut versorgen kann, wie ich es zum Beispiel zu Hause mit meinen Angehörigen machen würde. Und dass man auch genügend Personal hat, um die Leute gut zu versorgen und dass ich mit einem guten Gefühl nach Hause gehe am Ende der Schicht. Wenn man hier anfängt, man sollte schon Belastbarkeit mitbringen, Teamfähigkeit auf alle Fälle, man sollte aufgeschlossen sein. Ja, eine freundliche Art haben, das ist ganz wichtig bei uns, weil wir einen netten Umgangston haben. Ja, und Spaß am Beruf haben. Man hat ruhige Phasen, man hat aber auch wieder Phasen, da geht es richtig rund und das ist eigentlich das, was mich auch antreibt. Ich fühle mich wohl und dementsprechend, so lange wie ich hier arbeite, kann ich es auch weiterempfehlen. Mein Weg war richtig für mich, ja, den ich hier gegangen bin und wo ich auch unterstützt wurde vom Haus. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier irgendwann mal Langeweile hatte. Nee, langweilig wird's nie.